Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ja, in der letzten Folge wollten wir eigentlich zur Schmiede und schmieden, aber da passierten dann so viele Sachen, dass es nicht mehr anders ging, als hier zu bleiben. Will ist jetzt ein Teufel. Er hatte wohl anscheinend einen Pakt mit einer Teufelin, Minzara oder so hieß sie. Und er hatte wohl den Auftrag, ja, er hatte den Auftrag, Karlak zu töten. Das war ja auch, so haben wir ihn ja auch kennengelernt. Und als er das jetzt nicht getan hat, gilt das wohl als Bruch, als Vertragsbruch, und deswegen wurde er in einen Teufel verwandelt. Wir müssen zusehen, dass wir ihn irgendwie aus diesem Vertrag rauskriegen. Wir wissen nicht wie, aber wir wissen nicht wie. So. Ja, Halsin, der Druide, hat uns erzählt, dass er wohl den Catherick Thorm kannte und ihn wohl auch schon bekämpft hat. Und daher, und er hat es auch geschafft, ihn zu stürzen. Und dadurch ist dieser komische Schattenfluch wohl entstanden, der da oben am Gebirgspass irgendwo ist. Dann haben wir ein Amulett gefunden mit einem eingeschlossenen toten Mönch drin, der uns den Auftrag gegeben hat, wir sollen seine Enkelin finden und retten. Und dieses Amulett selber bringt uns... Zum einen können wir KI-Kräfte damit regenerieren. Zwei Punkte zumindest, einmal am Tag. Wir können mehrmals mit nach jeder kurzen Rast sind wir in der Lage, einmal einen Zerbersten-Zauber zu wirken. Das ist so ein Schallschaden. Nicht verkehrt. Bereichsschaden. Und wir können mit dem Ding reden. Allerdings ist dieses Amulett, dieser Geist da drin, ziemlich irre irgendwie. Und er macht uns auch irre. Ne, wir haben eine hochgeistige Laune. Und immer wenn wir das Amulett benutzen, müssen wir einen Rettungswurf auf Weisheit machen. Sonst werden wir hysterisch. Leider steht hier nicht, was hysterisch ist. Aber wahrscheinlich ist es dann sowas wie ein Lachkrampf oder sowas. Naja. Gibt's sonst noch was Neues? Nö, reicht auch. Ich habe noch ein bisschen Schrott verkauft. An Volo. Volo ist jetzt pleite. Und wir sind ganz gut betucht wieder mal. Tja, und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir was geschmiedet kriegen. Das geht ja gut los. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach ja, wir waren ja alle tot wegen dem Viech da. Eieiei. Was glitzert denn da so? Hier oben war dieses Amulett. Und ich fand... Oh. Ist da auch noch was drunter? Keine Ahnung. Tja. Dann kommt man mit. Wie kommt man denn da runter? Gibt es irgendeinen Weg da runter? Um an diesen Hebel da unten ranzukommen. Huch. Diese Kamera, ne? Oh, ich hänge hier fest. So. Lava, Lava überall. So, hier war der erste Weg. Entschuldigung, aber ich muss hier mal so ein bisschen... Wir wandern jetzt nochmal so ein bisschen durch die Gegend, weil irgendwie muss man ja da runterkommen, an diesen Hebel da. Alter, okay, das müssen wir ausschalten. Mich interessiert es ja immer noch, dieses Feuerelementar umzubringen, ne, aber... Ich weiß nicht genau wie. Also wir müssen es auf jeden Fall so weit weg. Also hier war das Mithril. Wir müssen es auf jeden Fall so weit weg vom Lava locken,
dass wir, na, dass es sich dort nicht wieder regenerieren kann. Und vor allen Dingen, wir müssen es so schnell umbringen, dass es nicht wieder Lava unter seine Füße machen kann. So. Gibt es hier irgendwo noch einen Weg runter, den wir nicht gesehen haben? Hier geht es nur hoch. Was ist hier? Hier ging es doch auch abwärts irgendwo, ne? Was ist das? Ist das auch Mithril? Gibt es hier mehrere Mithrils? Kann man vielleicht doch mehrere Sachen schmieden? Ja, das ist Mithril. Gut, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesucht, aber das ist natürlich fein. Kommt mal her. Du auch, bitte. Wo ist der Rest von euch? Gott, wo ist der Rest? Denn ist schon wieder geblieben. Du bist nicht rübergekommen, okay. Ja. Und sie ist noch ganz da unten geblieben. Na, dann bleib du ganz da unten. Ist ja auch egal. Die Kamera ist wirklich scheußlich. Ich nehme alles zurück, was ich am Anfang des Let's Plays gesagt habe. Von wegen, die Kamera ist doch gar nicht so schlimm. Doch, sie ist schrecklich. Sie ist einfach nur fürchterlich. Komme ich mit dir darüber? Ich glaube schon, ne? Lass uns mal trennen. Denk dran, du hast jetzt keine Feuerschutz mehr an. Bis hierhin kannst du laufen, ja? Ich hoffe, dass hier nicht auch wieder irgendwas rumstapft. Nein, tut es nicht. So, obwohl doch, kurz vorm Platzen. Ah, nee, das ist da unten. Kommst du hier rüber gesprungen? Ja, kannst du. Oh. Hast du deine Schaufel bei? Jo. Furcht. Ja, ja. Ja. Ja, schön. Entweder zwei. Waren wir da auch schon? Ich weiß es nicht. Cool. Jetzt müssen wir uns alles noch genauer angucken, weil jetzt haben wir ja, jetzt habe ich ja schon die Hoffnung, dass wir noch mehr finden können. Ich meine, wir haben 6 Gussformen. Vielleicht finden wir auch 6 mal Mithril, aber ja, wahrscheinlich eher nicht. Hops. Ja, und jetzt haben wir uns auch ablenken lassen, weil eigentlich, wie wollte ich ja wissen, wie ich da runterkomme. Weiß es nicht, aber wir hatten einen schönen Aussichtsturm von hier, ne? Es gibt einmal den Weg da, es gibt einmal den Weg hier. Keine Ahnung. Kann man da lang? Nein. Kann nur wieder hierhin zurück. Und von da aus. Gibt es auch keinen Weg darunter. Ja, ich weiß es nicht, ey. Wieso schreist du so komisch? Kommt mal alle mit. Ja, du hättest da bleiben können, aber ist egal. Kommt ihr da runter gehopst?
Nein, kommt ihr wohl nicht. Oh, ey. Wo sind die denn jetzt? Ach, je. Kommt doch einfach hierher. Das war echt kompliziert mit euch, ne? Wieso ist sie jetzt da reingelaufen, ey? So, kommst du auch noch? Nein. Keep a blade close. Jetzt nicht wieder alle hochgesprungen kommen, bitte. Still breathing, despite everything. Still breathing, ja. Ah, wie auch immer. So, pass auf. Achso, man muss ja nochmal springen, ja. Ups, gut. Also, hier war was. Wir machen jetzt einfach mal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Irgendwie muss man das was machen können hier. Hier tun wir jetzt Mithril rein. Hast du nicht, sie hat das. Bitte nur eins, gut. Okay. Huch, okay. Was tun wir denn da rein? Diese Gussform hat zwar eine Macke, aber die bösartige Form eines Krummsäbels ist dennoch klar erkennbar. Kann benutzt werden, um einen einzigartigen Ausrüstungsgegenstand zu formen. Diese Gussform scheint zur Verwendung einer mit einer bestimmten Schmiede vorgesetzt zu sein. Ja, gut. Also. Krummsäbel. Ist uninteressant für uns. Langschwert ebenfalls. Schienenpanzer finde ich sehr interessant. Schienenpanzer ist eine schwere Rüstung. Und da struggelt sie ein bisschen. Sie hat nämlich nicht genug Rüstungsklasse hier. Schild finde ich auch interessant. Schuppenpanzer finde ich aber auch interessant. Auch wenn Schattenherz eigentlich ganz gute Panzer hat, aber Streitkolben finde ich eher uninteressant. Erstmal die Schienenpanzer, würde ich sagen. Kann nicht benutzt werden, warum nicht? So. Okay. Und nun? Eigentlich haben wir jetzt nur noch diesen Hebel hier. Alter. Huch. Ah, so kommt man runter. Jetzt kommen wir auch an das Ding ran, ne? Wie bitte? Ja, es geht abwärts. Wie immer. Ja. Man muss doch heiß Hammer stand doch da irgendwie, oder? Ne, hat der Typ gesagt, der eine da. Dann dreh mal dran. Okay. Ja. Was ist das? Oh, wer ist er denn? Thank you.
Wow, 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 wow. Der Kampf hat doch gar nicht angefangen, er ist schon alle tot. Ja, großartig. Okay, nur diese vier. Oh, ey, das hätte man ja auch. Oh Mann! Das kann ich ja nicht ahnen. Okay. Ich fürchte ja schon fast, dass wir sterben werden und ich das neu laden muss. Auch wenn ich das hasse. Ich hasse dieses, ne, mit Quickload arbeiten. Okay, wie kriege ich euch da raus? Erstmal gucken wir uns an, was bist du aber für einer hier? Das ist Grimm. Ach, deswegen heißt das Ding auch wahrscheinlich Grimmschmiede, ja? Okay, ein Golem. Ein Golem. Ja, das passt ja zu einem Amulett, was wir leider nicht einsetzen können, weil wir tot sind. Okay. Überhitzt. Lava hat Grimms Körper erreicht. Er ist nun für bestimmte Schadensarten empfänglich und durch Wuchtschaden verwundbar. Aha, also wenn er heißt... Ach! Ach, hier... 300 Lebenspunkte, Alter. Das ist dieses... Heißhammer, Heißhammer. Stimmt, da war doch die Rede von irgendeinem Wächter. Jetzt fällt es mir ein. Da wurde von irgendeinem Wächter gesprochen. Das bist dann wohl du. Wuchtschaden. Also wir kriegen definitiv nicht genug Wuchtschaden verprügelt hier, ne? 24 Stärke. Der haut einmal zu, dann sind wir tot. Alles klar. Mal ganz kurz. Ist der Hebel noch da? Ja. Ist das dieses Heißhammer, Heißhammer, dass wir den Hammer da drauf schlagen? Ich hoffe, dass das dann nie noch tiefer geht. Okay, pass auf. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir müssen dich in die Mitte locken und den Hammer auf ihn schlagen. Erstmal müssen wir euch hier los. Erstmal müssen wir euch hier wegkriegen. Ich weiß nicht wie. Nicht genug Bewegungsrate. Okay. Dann renn du in die Richtung. So. Du musst sie jetzt hier aufwecken. Renn weg. Oh oh. Gut. Renn weg. Lizelle, ich weiß nicht, wie ich dich da rauskriege. Ich weiß nicht. Lauf erstmal. Schmerzen, Tod, Peng. Gut. Ach, übrigens, Lizelle ist diejenige, die Massenheilung kann, ne? Hätten wir vielleicht gerade machen sollen. Super! Das geht ja richtig gut. Ich glaube nicht, dass du schießen brauchst. Das hat sich, glaube ich, erledigt, ne? Er hat irgendwie nicht viel gemacht, ne? Ja, hol sie, mach sie Dingens hier. Komm zurück. Du läufst jetzt hier lang. Und machst na. Nein, falsch. Reicht das? Ja, es reicht. Mach es. Das kann ja ein toller Kampf werden, so. Lauf! Boah.
schieß mal auf den. Dann kannst du auch nicht, ne? Kannst du auch nicht. Können wir irgendwas machen hier? Kann irgendjemand was tun? Mach mal irgendwas, damit der abgelenkt ist. Mach mal sowas. Was ihn einfach mal gar nicht interessiert, ne? Okay. Lauf, spring hier rüber. Ich denke nicht, dass der wird auf uns weiterschlagen, ne? Du kannst auch nichts machen. Du kannst auch nur laufen und kannst auch nicht mehr laufen. Und du bist sowieso am Arsch. Das geht auch nicht, alles klar. Okay, er kommt hier lang, das ist gut. Was jetzt? Okay, wir versuchen das. Fersen zusammen. Lauf darüber. Du hast Rettungswürfe. Super geklappt. Lauf du darüber. Er liegt nur, er ist nicht tot. Oh Gott, ey. Den Nebelschritt machen wir jetzt. Doch, den machen wir jetzt. Damit du sie hier retten kannst. Steh auf. Steht beide auf. Und jetzt lauf, 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 lauf. Kannst du laufen? Ja, du kannst laufen. Rückzug. Windspurt. Lauf hier hin. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das Terrain liegt auf jeden Fall da schlecht. Wir gucken mal, was passiert. Du machst auch nichts. Du bleibst einfach da stehen. Du auch. Jetzt ist er dran. Jo, haut ist Terrain tot. Ich kann da jetzt nicht hin. Ich kann dich jetzt nicht retten. Geht nicht. Er ist nur noch eine Runde überhitzt. Wenn ich den Kreis hier so sehe, muss der da wohl hin. Ne? Ja, zu weit. Was mache ich bloß? Ich brauche nicht mit dir kämpfen, das macht gar keinen Sinn. Das Einzige, was das bringt, ist hier dieser Hammer. Wie kriege ich ihn dahin? Ich kann dir die Hälfte meiner Lebenspunkte geben. Einen habe ich. Ich kann das machen. Nicht genug Bewegungsreichweite. Okay, komm her. Du hast 10. Die zählen jetzt nicht, oder was? Scheiße, okay, dann geh wieder zurück. Oh Gott, ey. Wir holen uns einen Hammer. Du bist weg. Du kannst dich heilen. Du musst dich jetzt heilen. Nützt nichts. 14. Naja. Kannst du noch irgendwas tun? Ich fürchte, nein. Ja, super Sache. Aber jetzt bist du leider nicht mehr verletzlich, ne? Wir machen es trotzdem. Wir prüfen, was passiert. Huch. In Blut und Feuer geschmiedet. Okay. Ja.
Wir sollten jetzt laufen. Wir müssen dafür sorgen, dass er wieder in die Lava zurückfällt. Du auch. Lauf hier lang. Lauf da lang. Und du ebenfalls. Du spurtest, wenn du kannst. Vielleicht kriegen wir dich sogar gerettet. Ich weiß nicht wie, aber wir versuchen es. Ach ja, der Hammer ist noch da. Der kann jetzt auch nicht viel tun gerade. Der läuft jetzt mal hier hin. Oh oh. Oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott. Da kommen wir nicht vorbei. Was ob deine Bewegungsreichweite? Wir brauchen was. Wir brauchen was, damit wir nicht getroffen werden. Scheiße. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Gott, ey. Ich denke, er wird uns erwischen. Schwein gehabt. Gut. Hier rüber. Und am besten noch weiter weg. So. Du. Ebenfalls. Du spurtest jetzt auch. Du spurtest hier hin. Heb ihn auf. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Weil das eine Bonusaktion ist, ne? Ich glaube, du bist gleich tot, Asterion. Tut mir leid. Halt! Gut. Lauf. Das Amulett. Du kannst gerade gar nichts machen, ne? Doch, kannst du. Spurte, was das Zeug hält. Nebelschritt nicht. Einfach nur normaler Spurt, bitte. So weit weg, wie es geht. Gut. Meine Fresse, ey. Und du? Du ebenfalls. Spurten. Weiter kommst du nicht? Willst du mich verarschen? Heiligtum. Kannst nichts mehr, ne? Okay. Du gehst in die Richtung. Wie kriegen wir denn jetzt das Feuer, das Lava hier wieder hin? Wir müssen wieder an das Ventil. Ach du Scheiße. Okay, pass auf. Alle müssen irgendwo drauf. Du bleibst hier. Nein, du gehst da rüber. Ganz einfach. Du gehst da rüber. Ja, on your way. Oh mein Gott, ey. Du gehst hier drauf. Kommst du da drüben an? Nein, natürlich nicht. Gehst hier hin. Du hast noch einen Nebelschritt, ne? Ich denke, das geht so weit, wie du gucken kannst. Funktioniert nicht, ne? Jetzt kann er es nämlich nicht mehr machen. Macht dich unsichtbar.
bleibt da stehen. Nothing will stand in my way. Bringt nix. Bringt nix. Bringt nix. Bringt nix. Du, schlag zu. Gefahrenabschätzung. Wie auch immer. So, ich hoffe, der bleibt bei dir. Er ist unsichtbar. Nein. Gut. Der sucht nach ihm. Ist ja irre. Boah, ist das irre hier. Pass auf. Du musst jetzt da rüber. Er ist... Du wirst nicht gesehen, ne? Wehe, du wirst gesehen. Du bleibst da. Und ihr geht es darüber, damit der dahin läuft. Das ist alles eine Scheiße hier. Wieso kannst du nicht... Wieso kannst du eigentlich nur so wenig laufen? Dahin. Boah, ist das alle... Ihr könnt alle nicht laufen, ne? Auch du rennst jetzt dahin, damit der hier durchlatscht. Ich hoffe, der kommt da drüben nicht an. Dreh da schon mal dran. Apropos, steht ihr da drauf? Nein, steht ihr nicht. Scheiße. Ich Idiot! Ich Idiot! Dann seid ihr jetzt tot. Scheiß drauf. Wir machen das zu zweit. Ich bin so bescheuert. Gut, was soll's. Das war so doof. Das war so doof. Versuchen wir es. Der muss genau hier in der Mitte stehen. Eieiei. Der muss genau hier in der Mitte stehen. Boah, das wird übel. Sie kann nicht mehr spurten. Sie kann aber das hier. Sie kann da nicht durch. Das ist ja ätzend. Pass auf, du musst so. Dann musst du springen. Dann musst du hier hinrennen. Dann musst du wieder springen. Und dann musst du hier hinrennen. Und du bist hoffentlich weiterhin unsichtbar. Okay. Musst du jetzt... Nein, du drehst jetzt da nicht mehr dran. Du wartest. Das Problem ist, er bleibt ja nie da in der Mitte stehen. Okay. Die beiden leben noch. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Jetzt erwischt er mich auch wieder, ne? Einmal so. Einmal so. Wie kriegen wir den denn genau in die Mitte? Mit einem Abbild. Können wir einmal machen, aber dafür müssen wir die beiden erstmal aufwecken hier. Kann ich so einen Schaden machen? Hauptziel.
Jetzt kriegt sie hier den Lachkrampf. Hysterisch, ein Zug lang, ja. Ja. Zur Not musst du gleich Hauptziel werden. Wir hoffen mal, dass er da nicht ankommt. Wo ist der Spurt? Renn! Wer von euch ist Schattenherz? Falsch! Egal, steh du auf, geht nicht mehr. So ein Schad! So ein Scheiß, so ein Schad. Wie kriegen wir dich da hin? Hör auf zu schreien, Mann! Du bist immer noch... Wie kriegen wir dich da in die Mitte? Ja, ja. Okay, sind beide kurz vorm Sterben. Ich kann mir nur auf einen. Ich muss mir einen aussuchen. Ich nehme Schattenherz. Und jetzt lauf. Bist du immer noch Hauptziel? Nein, bist du nicht. Ist sie nicht. Mach einen Hammer. Und jetzt lauf. Kannst noch mehr laufen? Lauf noch mehr. Du musst warten. Du hast noch 5 Runden. Wieso geht der Hammer jetzt los? Weil er gegen den Hebel gehauen hat. Wer bescheuert. Okay. Wenn du jetzt auf den schießt, dann läuft er zu weit. Er läuft zu weit. Schattenherz. Schattenherz, Schattenherz, Schattenherz. Mach ein Spiegelbild. Hierhin. Das war der falsche Zauber, ich werde bescheuert. Komm hier hin. Du! Kommst da nicht an. Kannst du Lesel retten? Kannst du helfen? Du kannst nicht helfen, ne? Greif einfach an. Hauptziel, so. Hauptziel zerschlagen. Sehr gut. Tut mir leid, du wirst sterben. Neuer Hammer. Hierhin. Ich hoffe, das funktioniert. So, jetzt machst du... Warte mal, erstmal steht ihr jetzt beide hier drauf, wo ihr hingehört. Kann ich Lesel retten? Kommst du da an? Scheiße, ne? Okay, pass auf. Jetzt kann ich das wieder nicht machen, weil die beide da stehen. Ja, du.
Geh so weit zurück, wie es geht. Und geh jetzt in die Verteidigung. Du hältst dich zurück. Du greifst den an. Du kommst jetzt hier hin. Jetzt ist er direkt tot. Ich werde bescheuert. Jetzt läuft er woanders hin. Das ist nicht zu fassen. Ah, Mann, ey. Okay, pass auf. Du, heb ihr hoch. Wieso willst du jetzt hier so um die Ecke laufen? Was soll der Quatsch? Was ist das für ein Quatsch? Lauf so und so. Sag mal, bist du, ne? Du ebenfalls. Lauf jetzt dahin und dahin. Kannst du noch springen? Nein, du kannst natürlich... Oh. Wieder nichts, du musst es erwarten. Okay, also können wir wieder nicht das Ding anmachen. Schattenherz, kannst du noch so eine Waffe holen? Hol eine Waffe. Stell die hier hin. Du bist in zwei Runden wieder sichtbar. Super! Gut. Ja. Ich glaube nicht, dass das reicht. Du gehst jetzt hier hin. Du machst jetzt das Ding wieder auf. Überhitzt. Funktioniert das denn jetzt, wenn der da drauf schlägt oder nicht? Erstmal schlägst du zu, bevor du nämlich gleich erschlagen wirst hier. Ja, super. Okay, pass auf. Du haust jetzt auf den Hammer. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ja. Wo kommt die denn her? Wo sind die überhaupt? Oh Gott, nein. 1, 2, 3. Oh, du Scheiße. Okay. Gut, ich weiß noch nicht, was wir jetzt machen, aber okay. Das funktioniert. Der muss nicht genau da drauf stehen. Alles klar. Du holst eine neue Waffe. Oder holst du nicht? Oder holst du doch? Wir können Segen machen. Nicht verkehrt, aber wir brauchen. Wo ist die Waffe? Das ist eine Bonusaktion, können wir gerade nicht. Dann musst du auf irgendeinen von denen hier schießen. Die möglichst schnell kaputt gehen da. Du machst nichts. Du schießt. Der ist weg. Das wird wahrscheinlich nichts, aber du schießt trotzdem. Nope. Kannst du irgendwas werfen oder so? Ne, kannst du auch nicht, ne? Alter, ey. Der liegt. Kann sie nicht. Du hast auch schon Heiligtum gemacht. Du könntest noch... Auch nichts. Du könntest mit dem Heil... Ne, das lassen wir mal ganz sein, ne? Du hältst dich zurück. Du auch. Jetzt steht er wieder auf, ne? Bleibst du da stehen?
Was passiert jetzt? Nochmal an den Hebel dran, los. Gut. Noch 26 Punkte. Okay, pass auf, kann irgendeiner was machen jetzt hier? Kannst du da auch nochmal dran? Hat das was gebracht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, pass auf. Keiner kann mir was machen. Hast du irgendwelche Pfeile, die Schallschaden machen? Oder was anderes? Irgendein. Wie war das nochmal? Also, du bist eigentlich gegen alles immun, ne? Nahkampf ist im Vorteil. Er muss erst wieder heiß gemacht werden. Der muss erstmal wieder heiß gemacht werden. Ja, dann machst du das Ding jetzt hier wieder auf. Leider liegst du nicht da drin. Tja. Von daher. Nope. Hier geht ans äußerste Ende hier. Damit der auf gar keinen Fall da ankommt. Alle tot fast schon, ne? Heiligtum brauchen wir nicht. Jetzt kommen die noch angeflattert gleich hier. Kommen die an? Fast. Er ist in keinster Weise... Scheiße, Mann. Lisel. 55. 75. Komm, nochmal. Gut. Das wird's alles nicht bringen. Der muss da erst wieder durchs Feuer durch. Kannst du noch auf irgendwen schießen? Kommst du nicht dran? Auch du gehst an den letzten Rand hier. Okay, dann kommen die auch nicht dran. Was soll's? Du kannst das Lava-Dinge nicht mehr benutzen. Scheiße. Nein. Kommt er angeflattert? Nesel ist... Ich wusste gar nicht, dass sie schießen können. Okay. Das ist nicht euer Ernst, ne? Jetzt steht er wieder auf. Liegen jetzt alle auf dem Boden. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Okay, pass auf. Er hat nur noch 26 Punkte, verdammte Scheiße.
Ohne Schatten, jetzt schaffen wir das nicht, weil wir Köder brauchen. Na, willst du da reinbeißen? Das wird wahrscheinlich auch nichts, ne? Schieß auf ihn. Interessiert ihn nicht. Nummer 1 ist tot, Nummer 2 ist tot, Nummer 3 ist tot. So. Du musst das jetzt wieder bedrehen. Da musst du darüber. Und jetzt stehst du da. Wie? Was? Erst im nächsten Zug willst du mich verarschen? Ach Mann, ey. Kämpfen die gegeneinander? Jo. Gut. Das war der erste Versuch. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück ins Camp, wo wir gerade angefangen haben. Oh nein, dann müssen wir das ganze Zeug wieder von vorne holen, ne? Oh Gott, ja. Dann holen wir in der nächsten Folge wieder das Mithril. Und wir werden uns diesmal anders positionieren. Sowas machen wir nicht nochmal. Aber das machen wir nicht mehr jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.